So, da sind wir wieder, hier im Baphomets Fluch 2,5, Rückkehr der Tempelritter. Ja, ich habe nochmal recherchiert, alles was ich in der letzten Folge erzählt habe, war nicht falsch, aber ziemlich viel. Also grundsätzlich ist es so, dass während der Entwicklung dieses Fan-Teils, ja, offiziell von Revolution Stories oder wie die heißen, Revolution Games, ich weiß es nicht, zwei weitere offizielle Teile rausgebracht wurden. Die sind aber, ja, weiß ich noch nicht, ob wir die spielen werden. Die sind halt nicht so cool, weil die nicht in diesem klassischen Point-and-Click-Adventure gedönt sind, sondern, ja, die sind halt so, ja, nicht so cool halt. Und deswegen ist dieses Fanprojekt entstanden. Das hat aber wohl 8 Jahre gedauert, bis das fertig war. Aber gut, ist ja halt wirklich auch, so wie ich es verstanden habe, freiwillig von Fans sozusagen gemacht worden. Ja, ich habe euch oben einen Link verlinkt sozusagen mit einem kleinen Artikel dazu, wo ihr das alles auch nochmal nachlesen könnt. Und ja, warum mir George Stimme so bekannt vorkam, ist der Grund, dass tatsächlich der Originalsprecher von George, also zumindest der Deutsche, ja auch hier in dem Fanteil George gesprochen hat. Also von daher kein Wunder. So, jetzt gehen wir rein ins Café. Hier hat ja damals der Clown den Dingens erschossen, nee, gesprengt. Oha, was geht hier denn ab? Oh, hier ist aber deutlich schöner mittlerweile. Na gut, letztes Mal, als wir hier drin waren, war hier auch, hat eine Bombe explodiert. Hallo. Monsieur, stoppt. Stobbart, Sie kennen mich noch? Ja, natürlich. Ihre Freundin Nico hat immer wieder von Ihnen gesprochen. Außerdem waren Sie der Mann, der mich nach dem Attentat auf dieses Lokal wieder aufrichtete und betreut hat. Und Jawohl. mir keinen Alkohol zum Trinken gab. Ja, das haben wir tatsächlich damals nicht gemacht, ne? Ich weiß es nicht mehr. Was haben Sie in all den Jahren nach dem Anschlag eigentlich gemacht? Wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, werden Sie mich für verrückt halten. Ach, das tue ich jetzt schon. Von daher. Ah, tu me crois folle, je comprends. Wie meinen? Ach, ich habe nur laut gedacht. So. Wie dem auch sei. Ich habe nach dem Anschlag für kurze Zeit in einem anderen Café gleich ums Eck gearbeitet. Sie haben sich nicht von diesem Schock erholen müssen? Naja, ehrlich gesagt nicht. Verrückt. Habe ich es nicht gesagt? Als das Café heute wieder öffnete, habe ich keine Sekunde gezögert. Tja, und hier bin ich jetzt. Es freut mich, in Zeiten manisch-depressiver Menschen solch eine Happy-End-Story zu hören. Ich werde mich erst mal hinsetzen. Ja, okay. Falls ich was für Sie tun kann, rufen Sie mich einfach. Oui? Okay, werde ich machen. Tschüss. Ja, was leider immer noch nicht, kann man jetzt hier machen. Was leider immer noch nicht wirklich schön ist, ist dieses Geknatter da im Hintergrund, wenn die Leute reden oder wenn generell Ich sollte mich Geräusche. besser nicht so einfach bedienen. Okay, was? Aber ja, da gibt es leider auch offensichtlich keine Lösung für. Also, damit leben. Oh, da kommt Lubino mit Schwein. Na, wen haben wir denn da? Wenn das nicht unser Freund und Abenteurer George ist. Hi, André. Was führt dich nach dieser langen Zeit zurück nach Paris? Sagen wir einfach private Angelegenheiten. Es hat wieder was mit Nico zu tun, oui? Junge, geht ihn zwar gar nichts an, aber ja. Es geht um Nico. Es hat was mit ihrem Verschwinden zu tun, oui? Sie war verschwunden? Weißt du das noch nicht? Nein, sie hat mir nichts davon gesagt. Nico ist vor einer Weile lange Zeit untergetaucht. Etwa 2 bis 3 Wochen hat man nichts mehr von ihr gehört. Auf Nicos Arbeitsstelle hat man sich Sorgen gemacht. Auch ich habe die Polizei eingeschaltet. Warum hat mich keiner informiert? Ich habe dir eine Message geschickt. Lüg nicht, André. Okay, ich hielt es nicht für richtig, dich in die Sache mit reinzuziehen. Ich bin ihr Freund, verdammt nochmal. Du meinst Ex-Freund. Oh nein, ich meine in der Regel immer das, was meinen Mund verlässt. Egal. Nico tauchte nach den besagten 3 Wochen wieder auf, so als wäre nichts passiert. Wie hat sie reagiert? Als ich Nico auf ihr Verschwinden ansprach, sagte sie, sie wäre zu ihrer Mutter aufs Land gefahren. Da ist doch nichts dabei. George, ihre Mutter ist seit 2 Jahren tot. Vielleicht hat Nico gedacht, ich würde das nicht wissen, oder? Oder was? Ich weiß auch nicht. Das Schlimmste kommt aber noch. Noch schlimmer? Oh ja. Das Gerücht kam auf, dass Nico den amtierenden Bürgermeister Paris, Bernard Lemaire, töten wollte. Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Seit sie sich mit diesen Leuten trifft, ist sie nicht mehr die Alte. Mit welchen Leuten? Raus mit der Sprache, André!
Ja, genauere Infos habe ich nicht. Ich weiß nur, dass sie regelmäßig solchen komischen Gruppentreffen beiwohnte. Ich habe sie eines Nachts verfolgt, doch bei Montfaucon habe ich ihre Spur verloren. Montfaucon? Das ist doch der Ort... Genau. An dem die Templer ihre bittersten Stunden erlebten und seitdem regelmäßig Neo-Templer-Treffen stattfinden. Das kann alles nicht wahr sein. Nico und Templer? Das würde keinen Sinn ergeben. Warum nicht? Er spricht doch alles dafür. Klingt so, als wenn du Nico verdächtigst. Ich bin Geschichtsstudent, George. Ich glaube nur an Fakten und die sprechen nicht gerade für Nicole. Mein Großvater ist gestorben, Nico hat sich verändert und soll angeblich ein Attentat auf den amtierenden Bürgermeister verübt haben. Das ist alles unfassbar. Hast du Nico auch auf das Attentat angesprochen, André? Ja, aber sie hat alles abgestritten. Hat die örtliche Presse über den vermeint... Ja, George, das Thema ging tagelang durch alle Zeitungen. Vor allem die France Nationale hat sich dieser äußerst brisanten Thematik angenommen. Interessant. Vielleicht kann dir das Zeitungsarchiv weiterhelfen. Dort müssten die alten Zeitungsausgaben liegen. Wie kam es überhaupt zu den Gerüchten? Ich meine, woher glaubt man zu wissen, dass Nico die Attentäterin ist? Hat man Beweise? Leider habe ich nicht mehr viel Zeit, Georgie. Ey! Ich muss dich daher verlassen. Sag mal. Das ist aber schade. Lass uns hier mit irgendwelchen Infos triggern und dann... ja. Bislang weiß ich nicht viel. Die France Nationale ist meine einzige Spur und ich muss herausfinden, was hinter den Gerüchten steckt. Ich habe das Gefühl, Nico schwebt in Gefahr. Ja, das glaube ich allerdings auch. So, wir sprechen nochmal mit der, ob die jetzt in der Zwischenzeit... Nee. Falls ich was für Sie tun kann, rufen Sie mich einfach. Nee, wir gehen jetzt. Okay, werde ich machen. Tschüss. So, dann gehen wir mal zur Zeitung France... France Nationale oder so. Gut, wir gucken mal hier einmal noch auf die Litfaßsäule, wenn wir... Oh, da ist eine schwarze Katze. Wenn wir die hier schon anklicken können. Es wäre schwachsinnig, die Plakate einfach abzureißen. Okay. Da hängen eine Menge Plakate. Uninteressante Werbung. Aha. Bis auf eine Anzeige, die mir sofort ins Auge fällt. Pensionierter französischer Gendarme sucht eine Stelle als Aushilfspolizist. Aushilfspolizist. Typisch Franzosen. Unter dem Haupttext steht in kleinen Lettern noch etwas geschrieben. Gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Ah, das ist doch hier der... Ja, erinnert euch? Der Polizist aus dem ersten Teil. Achso, hier kann man hinten nicht mehr. Also hier war ja im ersten Teil der Hinterhof, wo wir dann die Kanalisation gefunden haben, wo wir dann letztlich die ersten Spuren zum Attentäter hier im Café entdeckt hatten. Okay, dann gehen wir jetzt mal zur... Ne, da gehen wir noch nicht hin. Wir gehen jetzt mal zur France Nationale. Wir könnten natürlich auch mit den neuen Infos... Sag mal! Wir hätten natürlich auch mit den neuen Infos zu Nico gehen können und die versuchen irgendwie zur Rede zu stellen, aber ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Das Gebäude sieht ziemlich alt und schäbig aus. Alle so abweisend, wie die eben war. Also ich denke mal, hier durch den Haupteingang kommen wir eh nicht. Abweisend. Ja, das hätte was. Die Tür einfach einzutreten und mit einem kräftigen Hallo, hier ist George Stoppard und ich breche hier ein, das Gebäude zu betreten. Vielleicht wäre es aber angebrachter, unauffälliger in das Haus zu kommen. Okay. Schauen wir uns mal die Kellertür an. Auf jeden Fall hätte das, glaube ich, aber nichts gebracht, weil Nico, die wäre, glaube ich, nicht auf unsere neuen Informationen eingegangen. Eine massive Tür mit einem Vorhängeschloss. Okay, haben wir eigentlich irgendwas im Inventar? Haben wir ein Inventar? Oh, wir haben eine Zeitung. Da komme ich nicht rein. Hier gibt es auch nichts. Ja gut, dann sind wir hier offensichtlich erstmal doch auf der falschen Spur. Also wir wissen jetzt, wie das Gebäude aussieht und dass es verschlossen ist. Und dass wir irgendwas brauchen, um ein Vorhängeschloss zu klauen. Aber wir haben bislang nur eine Zeitung. Also naja, da werden wir nicht... weit mitkommen, denke ich. Das heißt, wir... Vielleicht gehen wir doch nochmal zu Nico. Vielleicht ist das doch keine dumme Idee und sprechen mal mit ihr über die neuen Erkenntnisse. Keine in der Bude. Bitte, Lubinosner. Hier ist es niemand da. Okay, Nico ist auch nicht da. Dann nehmen wir jetzt einfach mal hier Zettel.
Eine Notiz. Die Buchstaben M-E-T sind darauf gekritzelt. Met. Ist das ein Ort? Keine Ahnung. Auf dem Anrufbeantworter blinkt ein Licht. Ich weiß, dass es nicht die feine englische Art ist, die Anrufe anderer Personen abzuhören, auch wenn es sich in diesem Fall ja um meine Freundin handelt. Doch ich muss wissen, wer Nico angerufen hat. Ja, ich bin's. Da du nicht da bist, nehme ich an, dass du unterwegs bist zu unserem Treffpunkt. Ich erwarte dich dann pünktlich am Brunnen. Am Brunnen? Welchen meint die Stimme auf dem Anrufbeantworter? Dann kramen wir mal eins in der Handtasche. Die Tasche scheint ziemlich voll zu sein. Meine Hände greifen in die Tasche. Autsch! Ich habe mich an einem spitzen, metallenen Ding geschnitten. Als ich es hochhob, stellte sich heraus, dass es eine Schere war. Heimtückisch. Wieder ergreifen meine Hände einen spitzen Gegenstand. Diesmal war ich aber auf den Angriff vorbereitet. Eine Haarnadel. Ah, da können wir bestimmt nachher das Schloss mitknacken. Beim letzten Griff in Nikos Tasche fühle ich ein glattes Ding zwischen meinen Händen. Oh nein, es ist ein kleiner lilafarbener Slip. Vermutlich wieder von André, diesem... Okay. Gut, dann gucken wir mal, wir letzten irgendwelche konspirativen Fotos. Ja, ich könnte jetzt einige Fotos schießen, aber die würden nicht sonderlich gut werden. Das okay, überlasse ich dann doch lieber Nico. Ich hatte gedacht, vielleicht sind auf dem Nikos Speicher irgendwelche Kamera. Die hat sie schon überall dabei gehabt. In Syrien, Vielleicht sind, dachte ich auf dem... Meine Güte, kann ich nicht reden heute. Ich dachte, auf der Kamera sind vielleicht irgendwelche Fotos, die wir uns anschauen können. Aber vielleicht Nichts sind auf dem... Nichts rührt sich. Das Betriebssystem scheint durch ein Passwort gesichert zu sein, glaube ich. Okay, vielleicht doch nicht. Nehmen wir mal dieses Poster mit. Nein, warum sollte ich das von der Wand reißen? Ja, als Erinnerung. Okay, hier ist... Oh, da ist noch ein Zettel, den wir nehmen können. Buffo. Es scheint, als würde der Rest der Notiz fehlen. Ja. Schauen wir uns mal noch diese Statue an. Ja, die könnte ich in der Tat aus dem Fenster... Irgendwie fehlt mir jedoch der nötige George, überwinde dich und schmeiß dieses hässliche Teil aus dem Fenster-Impuls. Okay, dann schmeißen wir das doch nicht raus. Hier in dem Regal noch was. Oh, da ist noch... Schraubenzieher! Kann man immer wieder gebrauchen. Ich wollte gerade sagen, den können wir ja vielleicht noch eher gebrauchen für irgendwas. Okay, dann klauen wir noch hier den Pullover. Ziemlich dick und flauschig. Den klauen wir tatsächlich. Oh, nein. Das hätte was, sich einfach unter die Bettdecke zu kuscheln und so zu tun, als wenn nichts los wäre. Doch ich muss wissen, was mit Nico los ist. Ja. Okay, das heißt, wir haben hier zwar Nico nicht getroffen, haben hier aber allerhand nützlichen Stuff gefunden. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge probieren wir dann mal aus, mit diesem Stuff entsprechend, entweder das Schloss da zu knacken und in die Zeitung einzubrechen, oder aber wir suchen diesen Brunnen, wo Nico sich mit irgendwem vom Anrufbeantworter trifft. Je nachdem, wir werden es in der nächsten Folge rausfinden. Tschüss.